So, herzlich willkommen heute Abend hier beim RPM Magazin auf YouTube. Heute sind wir zu Gast in, wo sind wir eigentlich? Erlangen. In Erlangen bei der Broilers Tribute Band Vanitas. Bei mir zu Gast auf der Couch sind Markus und Simon. Servus, herzlich willkommen. Jawohl, servus. Ihr habt heute Abend hier euren Auftritt als Hauptact quasi. Broilers Tribute Band, wie kam es denn dazu? Erzählt mal ein bisschen was. Seit wann gibt es euch denn eigentlich? Oh, du fängst gleich mit Eingemachten an. Lange Geschichte, ja. Ja, als wirklich Vanitas, als reine Broilers Tribute Band gibt es jetzt seit 2017. Ja. Wir haben aber davor schon immer gemeinsam Musik gemacht, eigentlich schon seit 2005. 2006 in der Garage. Aus ihr Lust, kennt euch aus Jugendtagen alle, ne? Genau. Wir mit 16 so angefangen, also wirklich unser Drummer hier. Vor 6 Jahren? Nee, was? Vor 16. mit 16 Jahren haben wir angefangen und sind halt irgendwann angekommen und dann so, ich habe eine Gitarre daheim gehabt, hab ein bisschen drauf rumgeschrabbelt, aber konnte eigentlich nichts und dann irgendwann haben wir gesagt, so bis auf den Heim gekommen, komm, wir machen jetzt eine Band und dann haben wir irgendwie Eimer geschnappt und er gemeint, ja, er wollte schon immer Schlagzeug spielen, hat gerade vor irgendeiner Band hier die Sticks gefangen gehabt und dann haben wir auf die Eimer rumgetrommelt und auf der Klampe rumgeschlagen und haben da halt angefangen Zeugs aufzunehmen, wollten dann eigentlich eigene Musik machen, haben ein wenig komponiert. Dichten angefangen, ja. Also, echt schlimm halt irgendwie so Sauftexte, bla, irgendwas. Ja, aber und muss ja nicht so schlimm sein. Es gibt ja Bands, die fahren zweigleisig, die machen eine Tribute-Band und ihre eigene Ding. Ja, genau. Und jetzt Märzfeld und Stahlzeit zum Beispiel. Ja, richtig. Und das haben wir dann eben auch gemacht, genau. Wir haben dann angefangen, Lodi kommt dann eben dazu, haben wir rumgefragt, wer kann denn wegen singen und so. Und ja, dann, ja. Hier, er probiert's mal, ne? Irgendeiner muss sich vorne hinstellen, so in der Hand. Ja, und dann, nee, und dann haben wir halt irgendwann angefangen, aufgehört mit dem eigenen Zeug, sondern wir haben dann gecovert. Und ja, querbeet, hier, was weiß ich, auch dann eben Massendefekt, Montreal, ja, Millen Collin, also halt Rock und was halt gut ne, so nach vorne geht. Eine Coverband quasi. Genau, aber schon halt so eine Nische, so, ne? Also was du halt eigentlich so bei Coverbands nicht hörst, sondern halt mehr Punkrock. Ja, und wir haben in Herzen auch zum Beispiel auch eine Cover, eine der schönsten ever. da gibt es die Hauptbühne und es gibt ein Rockzelt. Und da sind zum Beispiel immer Bands eingeladen, die speziell nur Rock spielen. Auch Hardrock, Punkrock und so weiter. Auch viele Coversongs und so weiter. Und da würdet ihr mit diesem Genre, denke ich, sehr gut reinpassen. Okay. Wann kam dann irgendwann der Umbruch, dass ihr sagt, Broilers? Ja, das Ding war, unser Set, wir haben eben Broilers da dann auch gespielt. Ne? Und zu der Zeit haben wir auch dann eben eigene Lieder, waren auch mit drin und es war dann halt bunt gemischt. Ne? Und auf jeden Fall, irgendwann war das halbe Set halt Broilers, ne? die Songs. Ne? Und das Ding war immer mit dem Namen, also Laut und Krank hießen wir dann zuletzt, konnte dann halt keiner so richtig was anfangen, was da auf einen zukommt und so. Okay. Und da haben wir eigentlich gedacht, wenn man sich halt irgendwie ein spezialisiert, ist es halt einfach besser für einen Besucher, der weiß dann gleich, okay, worum hier wird jetzt großen oder was weiß ich, ne? Ja. Und deswegen haben wir dann überlegt, hier Broilers Tribute ist unser Bassist, der Daniel, Spitzname Nuckel ist da drauf gekommen und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir und ja, ist einfach, denke ich, vor allem uns macht es halt einfach Spaß. Ja. Das war halt so, das war das Ding, das waren einfach die Lieder, wo uns Spaß machen und die halt auch am besten zu uns gepasst haben. Ja, die haben zu uns gepasst, die haben den Leuten Spaß gemacht, wir sind am besten mit den Liedern klargekommen, uns lagen die gut und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es doch so, dass wir uns so drauf spezialisieren. Habt ihr jemals in eurer Karriere die Broilers persönlich kennengelernt? Einer von euch? Ja, der Simon auf jeden Fall. Ja, der, was heißt persönlich, hat man so in der Kneipe nach einem Konzert oder was weiß ich, aber halt. Oftmals gibt es ja sowas, dass Tribute-Bands. Kurzer Smalltalk und das war's. Ihre Hauptbands quasi treffen, die sie quasi performen, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt. Aber ich habe mit Stahlzeit das Gleiche erlebt, die haben Rammstein auch selber nie kennengelernt. Von daher ist es immer interessant zu wissen, habt ihr die Band mal getroffen, was sagen die dazu, kennen die euch, haben die euch auf dem Schirm? Ich weiß es nicht.
kennt ihr uns? Das wissen wir auch nicht. Frage, vielleicht kennen sie uns. Haben jetzt wir uns aber auch schon mal aber gestellt. Ich denke grundsätzlich schon, ich denke schon, dass die sich auch damit befassen, wer macht uns nach, in welcher Form, Art oder Weise, wie jetzt One Step Closer als Linkin Park Tribute Band ist. Ja, ja gut, also da glaube ich jetzt nicht, dass Linkin Park One Step Closer aber eine der größten und bekanntesten deutschen Tribute Bands, was dieses Genre angeht. Ja, so wie Stahlzeit für Rammstein, so ihr für Broilers in dem Fall. Ja. Und so wird man ja schlussendlich irgendwann darauf aufmerksam, wer macht denn was in welcher Richtung. Und ich glaube schon, dass das, da der ein oder andere das mal verfolgen wird. Ja, glaube ich auch. Und ja, ich hoffe doch mal, dass die das positiv aufnehmen, vielleicht ein bisschen so als Kompliment mit annehmen. So ist es ja auch gedacht. Ja, es macht ja, es ist ein Tribut. Und genau. Ja, und wir wollen damit auch nicht reich werden oder hier goldene Nase verdienen. Oder aber schlecht wäre es nicht. Was? Schlecht wäre es nicht. Schlecht wäre es nicht. Nee, ja, wir würden den Nein sagen. Also, es wird sich jetzt verzehnfachen durch heute Abend. Ich glaube es auch. Ich bin mir sicher. Nee, heute Abend mal ein Konzert hier in Erlangen. Freier Eintritt, warum? Genau, die Scheune Erlangen feiert, so wie wir das gehört haben, 10-jähriges Bestehen. Und die haben euch gebucht. Und aber ihr kriegt schon eure Garage. Ja. Ja. Genau, also eigentlich war so auf Eintritt. Das heißt, wir kriegen die ganzen Eintrittsgelder. Ja. Oder werden auf die Bands aufgeteilt. Ja, ja. Und jetzt hat die Scheune gesagt, okay, nee, Eintritt frei. Und sie zahlen uns halt trotzdem den Eintritt, der geplant war. Ja. Zahlen sie uns dann halt trotzdem pro Gast aus. Also ist super. Ja. Also ich persönlich hätte auch Eintritt bezahlt. Ganz klar. Weil so oft hat man sowas hier in Franken nicht. Wir haben zwar viele Konzerte, viele Bands und so weiter, aber eine Broilers Tribute Band ist mir jetzt persönlich noch nicht über den Weg gelaufen. Ja, ja, und auch nicht so. Darf ich auch Fragen stellen? Ja, klar. Selbstverständlich. Wie bist du auf uns dann gekommen? So? Jetzt durch Marco, das Konzert? Unser Kameramann, in dem Fall, hat mich angeschrieben, weil er ist ein super großer Broilers Fan, größer als ich, also auch von der Größe her. Der hat mir die Veranstaltung vorgeschlagen und natürlich bin ich da dabei. Ich bin ein riesen Broilers und Hosen und irgendwas Fan, Ärzte-Fan. Und natürlich sind wir heute Abend hier, ganz klar. Und ich hätte auch Eintritt bezahlt. Ich hätte auch 20 da gelassen als Eintritt. Das wäre mir völlig wurscht. Ne, was ja Spendenglas haben sie meistens unten. Ja. Das wäre cool. Da haben wir auch. Da hat eine Freundin noch einen Fuffi reingeschmissen. Ich wollte einen Fünfer reinschmeißen. Du hast 50 Euro reingeschmissen. Was? Nee, ja, will ich nicht. Völlig okay. Aber... Völlig okay. Ja, jeder muss leben. Ja, die Scheune ist cool. Jeder kostet. Ja, wenn ihr mal nach Erlangen kommt, kommt in die Scheune Erlangen, unterstützt es und alles ist gut. Ja, und wenn ihr irgendwo mal seht, dass die Jungs auf Tour sind, schaut es euch an. Ich kann zwar noch gar nicht beurteilen, wie gut sie sind, schauen sie uns ja dann danach erst an, nach dem Interview. Wir überzeugen dann noch. Ja, aber apropos Tour vielleicht, ja. Also wir sind dann ja, also demnächst steht unser größter Auftritt an in unserer bisherigen Geschichte. So. Ja, das ist wo? Wann? Ja. Beim Haune Rock am 16.07. 16.07. Haune Rock in? Bei Haunetal, bei Kassel, Fulda, da so in dem Eck. Ja, die Richtung hoch, also für uns hoch. Ja, ist halt, und wir teilen uns dann halt die Bühne mit so Bands wie Dog Eat Dog, Massendefekt. Das ist schon groß. Matzen, Ängst. Das ist schon beachtlich. Was war noch? Ja. Mist, alles Spaß dort. Ja, haben wir schon die meisten schon mal live. Sehr geil, auf jeden Fall. Das steht eigentlich schon lange aus, das sollte man 2019 schon. Aber da kam Corona, das C. Ja. Wenn ihr jetzt zurückschaut auf die letzten Konzerte, die ihr als Band so in der Formation gemacht habt, gab es da schon ein Highlight, wo du sagst, wo du zurückguckst oder du und sagst, das war schon bisher unser größter Auftritt oder unser schlechtester Auftritt? Sehr gute Frage. Letzter Auftritt war auf jeden Fall im August letzten Jahres. Wittlich unten, bloß 20, 30 Kilometer vom Ahrtal weg, wo die Überschwemmung das ganze Zeug war. War ein cooler Auftritt als letztes gespielt. Also fette Bühne. Und wir haben angefangen und es hat in strömendes Regnen angefangen, aber die Leute, die sind da geblieben, die waren... durch weich, durch Nest, bis auf die Unterhosen. Die haben getanzt einfach. Ne? Die haben sich davon nicht beeindrucken lassen. War das nach dem Unglück oder vor dem Unglück? Danach. Okay. Ja, das sind, wir sind runtergefahren und die ganzen Bamberger Feuerwehren, die sind dann mit 20, 25 Autos im Konvoi runtergefahren. Die sind uns auf der Autobahn noch entgegengekommen, wie sie wieder zurückgefahren sind. Und ja, das... Ja, hatte mal irgendwie noch so ein wenig im Hinterkopf alles. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch zusammenhängt, dass die Leute
dieses Unglück gerade erlebt haben. Das schweißt zusammen. Und dann eben das zusammenschweißt und dann kommt quasi so ein Moment, so ein Glücksmoment, so ein kleiner Glücksmoment, an dem man sich festhält. Und da kann es auch regnen wie Sau, da kann es junge Hunde regnen, völlig wurscht. Dann bleibe ich halt da und genieße den Moment. Ja, das geilste Broilers-Konzert, wo ich war, war auch, da hat es dann einfach gepisst. Es war alles matschig und es war aber jedem alles scheißegal. Einfach, und du hast nur noch getanzt. Ja, Musik ist halt einfach Leidenschaft. Das kann man niemandem beibringen. Das ist nicht irgendwas, was man so nebenbei irgendwer, das muss man fühlen und lieben. Lernen kann man das nicht nehmen. Ja, und dagegen steht irgendwie wegen so der Auftritt in Bayreuth, wo wir am helllichten Tag gespielt haben. Also auch eine Riesenbühne. 33 Grad vor einem sitzenden Publikum. Das Feld vor uns war so groß wie ein Fußballfeld. Also war Corona dann eben. Ja, aber da saßen nur 100 Leute auf ihren Stühlen gefesselt so und schwierig. Das ist ganz komisch. Kann halt keine Kannten Stimme wir haben. Ja auch überhaupt nicht. Haben noch nie gehabt. Habe ich in der Corona-Zeit tatsächlich auch erlebt. Stahlzeit in Nürnberg auf dem Zeppelinfeld. Standkörben. Ja. Immer zwei Mann und immer versetzt. Und dann stehen die da und machen eine übelste Show und du hockst halt im Standkorb so. Super. Das ist gewöhnungsbedürftig. Wenn jetzt die Broilers, jetzt haben sie ein Weihnachtsalbum als letztes rausgebracht. Jetzt kommt dann irgendwann wieder ein Album. Wie ist das für euch? Nehmt ihr das, hört ihr das als Band im Proberaum gemeinsam und hört dann jeder raus, was ist mein Part, was ist mein Text, was muss ich wann, wo, wie spielen? Wie setzt ihr das um, dass ihr die Songs dann auf die Bühne bringt? Na gut, als erstes überlegst du erstmal, welche Songs, ne? Willst du davon spielen und da hat halt jeder seine eigene Meinung und dann wird das halt alles zusammengeworfen und dann ist halt irgendwo so ein Nenner, ne? Okay, jetzt die fünf Dinge, die wollen wir uns anschauen und dann, okay, dann geht halt die Reihenfolge durch. Hier, Simon ist ja eigentlich der Einzige, der den Scheiß so musiktechnisch ein bisschen gelernt hat und ein super gehört und der, also der andere Simon, ich spreche jetzt nicht von mir in der dritten Person. Genau, und der schreibt dann halt die Noten raus und dann der schreibt, die, der die Grundnoten. Der schreibt die Noten raus, weil Noten gibt es ja nicht zu den Songs. Nee. Spielt ihr, wenn er die Noten rausschreibt, kannst du, wenn du die Noten liest, das nachspielen nach Noten und prägst es dir dann ein oder spielst du nach Gehör oder wie machst du das? Ich mach Gehör, also ist autodidaktisch damals halt gelernt und so und ich habe eben damals auch die ganzen Songs, weil der Simon ist erst später dazugekommen, habe damals die ganzen Songs rausgehört und habe dadurch mein Gehör auch dann ganz gut entwickeln gekommen so wegen. Und aber es war für mich halt wesentlich mehr Aufwand, weil es halt mehr so Trial and Error war, ne? So, es könnte ein A sein, dann probieren wir es doch mal mit einem B. Nur mal, dass man für den Zuseher mal versteht, ein Song, wie lange braucht ihr, was denkt ihr ungefähr, wenn ihr jetzt einen neuen Song hört, bis der tatsächlich bühnenreif ist? Lange mal früher gebraucht. Früher, ja, das ist, ja. Also mittlerweile. Beim einen Song früher, beim anderen später. Aber ich sage mal, wenn wir den Song nicht wenigstens 10-mal im Proberaum gespielt haben. Reicht das schon 10-mal? Ja, es ist halt dann, du bist dann auf der Bühne merkst du das, dass du dann mehr einfach bei dem Song bist und nicht beim Publikum und es läuft einfach so, sondern du musst dich konzentrieren, du musst genau. Okay, das musst du singen, jetzt spielt er das und jetzt kommt er das und alles. Aber das machen wir schon, doch. Also wir haben heute auch wieder vom neuen Album, jetzt nicht vom Weihnachtsalbum, aber von dem davor eben neue Songs dabei und den einen, den hatten wir jetzt. Also ich glaube nicht, dass wir den öfter wie 10-12 Mal gespielt haben. Ich glaube nicht, dass das so oft war. Dann hauen wir den halt mal raus und dann sieht man auch ein wenig, wie es bei den Leuten vielleicht ankommt, wie die den Song aufnehmen. Die Setlist führt an, wann habt ihr die geschrieben? Vor 2 Wochen. Ja, haben dann noch 2-mal geprobt. Mehr ging leider nicht. Das reicht? Ja. Ja, es ist jetzt auch. Ich frage einfach. Ja, im Moment ist ein Proben auch ein bisschen schwieriger. Der Simon ist jetzt nach München gezogen, der Keyboarder. Ja. Und dann haben wir eben dann halt ohne Keyboard geprobt, aber
manche Lieder gehen halt ohne, also manche Broiler-Songs gehen ohne Passen, Keyboard halt eigentlich gar nicht. Ne? Oder du kannst dann halt proben, aber halt irgendwie so richtig, ja. Also meine Sache, deswegen macht es halt schwer, weil so bisher, er hat eigentlich in Bamberg dann gewohnt gehabt, kommt eigentlich aus Baden-Württemberg, aus Schwabe. Und hat dann in Bamberg jetzt längere Zeit gewohnt und ist dann eben zu uns gekommen 2018 oder so? Ja, ich denke so ein Jahr, nachdem wir mit der ganzen Sache angefangen haben, genau. Simon, seit wann bist du dabei? Ich glaube, du hast recht. Wie immer halt. Was anderes wollten wir nicht hören. Wie ist für euch der Eindruck, als Broilers Tribute-Band sich auf die Bühne zu stellen? Wird das vom Broilers Fanpublikum angenommen, begrüßend angenommen? Oder gibt es da auch skeptische Stimmen, die sagen, braucht es jetzt? Oder wie ist euer Haben wir bisher nicht erlebt. Ist bis uns jetzt eigentlich noch nicht untergekommen. Weil ich sag mal, wer halt auf unser Konzert hat, kommt, der hat halt Bock drauf. Ja, klar. Ne? Ja. Deswegen sind wir heute hier. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist halt dadurch halt auch viel dankbarer, wie wenn du halt hier so eine wilde Coverband machst, wo du sämtlichen Scheiß spielst, weil da kommt halt Gott in die Welt. Ne? Und dann ist halt auch einfach eben das Publikum halt bunt gemischt, wo sich das Publikum untereinander vielleicht halt auch gar nicht so riechen kann. Ne? Und heute weiß man, wo es dann halt auch teilweise Schlägereien und was ich schon gab, wo wir dann auch abgebrochen haben zu spielen, weil da halt einfach unterschiedliche Meinungen aufeinander geprallt sind. Und Ihr kommt ja alle aus der Bamberger Ecke. Ja. Seid ihr heute Außer der Simon. Seid ihr gemeinsam angereist oder jeder für sich? Nee, wir machen unsere Fahrgemeinschaft, wir treffen uns am Proberaum. Habt ihr einen Bus quasi in Bamberg? Ja, heute sind wir mit Privatautos. Wenn es weiter weggeht, dann haben wir meistens einen Neunsitzer. Was läuft mit dem Tourbus? Broilers? Ja, ab und an schon. Aber ja, so nochmal, vielleicht nochmal verinnerlichen, ja, aber oh ja, ansonsten auch bunt gemischt. Punkrock, Wolfgang Petri. Ja, ich bin da eher so Helene Fischer die Richtung, ja, ganz klar. Also. Aber wie ist das für dich, wenn ihr jetzt fahrt, ihr fahrt auf eine Stadt zu einem Gig, ihr habt Broilers drin und singst du dann für dich mit, um den Text nochmal zu verinnerlichen oder wie? Das passiert beim einen oder anderen Lied auf jeden Fall nochmal ein wenig so für mich, nochmal ein wenig durchgehen. Hast du schon mal einen Texthänger gehabt? Naja, klar. Ja. So, dass es auffällt? Passiert. Kam schon vor, dass es auffällt? Naja, bestimmt. Ja, hat es bestimmt schon gegeben. Ein paar ist es bestimmt aufgefallen, allen nicht. Eine Strophe vertauscht oder sowas. Erste, zweite, dann die erste. Ja, gut. Selbstbewusst weitermachen. Ne? Genau, ja, drüber stehen. Oder halt das Publikum mitsingen lassen. Dann, oder. Ja, aber klar, gab es schon den einen oder anderen Moment mal. Ja. Wenn ihr nach vorne schaut, euer nächstes Highlight, hast du vorhin gesagt, dieses große Konzert, was ansteht. Wo seht ihr euch denn in 2 Jahren? Ja, also ich bin eigentlich guter Dinge, dass es bei uns jetzt halt mit wieder alles wegen Fahrt aufnimmt. Wir haben jetzt auch für September schon Anfragen, schon Konzerte fix in Nähe Düsseldorf. Auch ganz interessant, aber es hat halt beides an Reiz. Wenn man in der Gegend spielt, ja, man ist halt dann gleich wieder daheim und es ist halt ein familiärer vielleicht. Nicht ganz so aufwendig. Nicht so aufwendig, aber es ist auch mal schön, wenn man mal ein wenig weiter rauskommt, mal 400, 500 Kilometer zu fahren hat, nehmen wir auf uns. Hat auch seinen Reiz. Düsseldorf wird wahrscheinlich mega, weil das ist dann einfach die Leute dort, die haben dann halt wirklich also Bock die drauf. Hamburg, ne? Die da halt kommen, weil es ist auch ein kleiner Laden, der Hamburg Krug, am 30.09. Ja, und da gehen halt, glaube ich, irgendwie so 150 bis 200 Leute. Das wird dann schon relativ schnell ausverkauft sein. Das wird super. Wird, denke ich, geil. Denke schon. Und ich glaube, so ein Laden, wenn die Hütte dann brennt, das ist sehr gespannt, geil. Was uns heute Abend hier erwartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg für alle Dinge, die da noch kommen in eurem Leben. Sage vielen, vielen Dank für die Zeit heute Abend, die ihr euch für uns genommen habt. Freue mich auf das, was uns da nachher unten erwartet. Die Messlatte ist mega hoch. Das es liegt jetzt bei euch. Ja. Das wird richtig cool. Wenn ihr irgendwann mal schaut irgendwo auf Tourplakate und ihr seht diesen Namen da oben, schaut euch die Jungs an, kauft euch ein Ticket, geht auf Konzerte, unterstützt die Punk-, Rock- und Metal-Szene mit euren Besuchen, kauft Viva con Aqua Wasser, spendet euren Becherpfand, seid gegen Nazis und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal hier beim RPM Magazin.
Vielen Dank. Macht's gut. Ja, hallo. Wir sind's nochmal. Hallo. Nochmal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wir suchen händeringend Leute, die Posaune, Trompete, Saxophon spielen, die Bock haben, uns zu unterstützen. Es würde unsere Musik nochmal wesentlich mehr aufwerten. Wenn ihr Lust drauf habt, dann meldet euch gerne bei uns. Was haben wir da noch alles? Was? Ich weiß nicht, das. Ach ja, genau. Ja, alles, was bläst, ist immer gern gesehen in der Band. Ist immer gut. Also auch undichter Auspuff oder wie. Naja. Ja. Sehr fragwürdig. Okay. Ja, genau. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann meldet euch gerne. Wie gesagt, wir sind eine Truppe. Wir machen das aus Leidenschaft, aus Spaß. Wir haben Bock drauf und genau. Wenn ihr auch Bock drauf habt, meldet euch bei uns. Facebook findet ihr uns unter, oder du kannst bei Google einfach Broilers Tribute eingeben, wirst du uns finden, du wirst genau, zu uns kommen. Facebook, Vanitas Tribute, ja, ihr findet uns. Das glaube ich auch. Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Ronny und Marco, sehr geil, hat sehr Spaß gemacht, coole Sache. Ja, und euch auch weiterhin viel Erfolg mit RPM. Macht's gut. Genau. Ciao, macht's gut.